Mein Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge in meinem Podcast Michael Weihrauch Podcast. Und heute zu Gast ist der liebe Robin Gassmann. Robin, ich kenne dich jetzt nur durch TikTok und Instagram, aber jetzt grundsätzlich, was du so machst und was deine Unternehmen so sind, darfst du dich gerne vorstellen. Normalerweise stelle ich gerne die Gäste vor mit einer kleinen Anmoderation, aber da ich das vergessen habe, dir zu sagen, gerne, dass du dich da vorstellen, kurz und prägnant. Genau, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Robin, wie du es so schön gesagt hast. Und ich bin in Social Media tatsächlich Content Creator in den Bereichen Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsentfaltung. Das heißt, da geht es darum, seine Ziele umzusetzen und nicht nur zu visieren, sondern auch Störfaktoren von außen, wie beispielsweise andere Menschen oder widrige Umstände sozusagen anzupacken und beiseite zu schaffen. Und mein Business ist eine Unternehmensberatung. Ich berate junge und mittelständische Unternehmen beiderseits in den Bereichen Positionierung und Sichtbarkeit, indem es darum geht, seiner Zielgruppe klar und verständlich wiederzugeben, was die eigene Leistung ist und diese eigene Leistung ein Problem löst, das sich die Leute vielleicht so noch nie bewusst vor Augen geführt haben. Ja, cool. Vielen Dank erstmal für deine kleine Anmoderation. Normalerweise mache ich das ja immer, wenn ich jemanden Gast einlade, dass ich da eine kurze Anmoderation mache. Aber ich habe ja die Zeit nicht gehabt, weil ich ein Daily auch ein Business habe und ich auch eine Unternehmensberatung habe in dem Sinne, wo ich Inhouse-Trainer für gewisse Bereiche bin. Deshalb hat mir die Zeit extrem gefehlt, weil ich auch noch gerade für 3 Tage ausgebucht war und bin auch schon wieder die nächsten Tage ausgebucht. Deshalb hat mir die Zeit gefehlt. Aber ich komme jetzt gleich zur ersten Frage. Wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Zu meinem Social Media Auftreten oder zu meiner Unternehmung? Generell Social Media Auftreten und Unternehmung. Gut, also das Social Media Auftreten ist kurz gesagt daraus entstanden, weil ich gemerkt habe, dass andere sich da vielleicht ein bisschen schwerer tun als ich mir. Da irgendwie, also ne, andere sich da vielleicht im Weg stehen und sagen, nee, das kann ich nicht oder das traue ich mir nicht zu oder vielleicht andere da nicht so das Umfeld hatten, was sie unterstützt. Das heißt, da habe ich einfach gemerkt, dass ich eine Stärke habe im Sprechen und eine Stärke habe in der Herangehensweise, mir meine Ziele umzusetzen und mir das zu holen, was mir zusteht. Das ist ja auch einfach eine Mindset-Frage. Das heißt, lasse ich mir sagen, was ich darf oder setze ich selbst um, ohne mir Erlaubnis zu holen. Ob das jetzt gut ist, diese Ausbildung zu machen oder dieses Unternehmen zu starten oder in diesen Wohnort zu ziehen oder mit diesem Menschen den Kontakt abzubrechen oder ähnliches. Das ist sehr, sehr wichtig, um einfach auch anderen das Verständnis dafür zu geben, dass sie mit ihren eigenen Zielen vorankommen, ohne dass sie dafür andere Menschen brauchen. Richtig, Genau, und genau. meine Richtig. Unternehmung, die habe ich so gestartet, dass ich ja damals eigentlich eher tatsächlich im Webdesign und Marketing war. Das heißt, ich habe mal so ein bisschen was für Verwandte und Bekannte gemacht und irgendwann hat sich das immer weiter rauskristallisiert, neben der Ausbildung und dann irgendwann nach der Ausbildung als Hauptjob, dass ich gar nicht im Webdesign bleibe, sondern viel mehr auf die Marketingbotschaft gehe. Das heißt, viel mehr auf das Verständnis, was steht denn hinter divers einer Website, das Denken, das Copywriting und die Ansicht der eigenen Dienstleistung gegenüber der Zielgruppe, dem Markt und dem blauen Becken, dem roten Becken, das kann man ja aufteilen in verschiedene Marketingbereiche. Genau. Ja, cool. Die zweite Frage war ja schon ein bisschen beantwortet, aber wie hat es bei dir denn richtig angefangen? Du hast ja schon gesagt, du hast ja schon mit Bekannten und Freunden damit Geld verdient, aber wo war der Tipping Point, wo es der Durchbruch war mit Social Media und mit deinen Aufträgen zu einem höheren stelligen Betrag? Also in Social Media war es der Durchbruch, als ich mir einen Social Media Manager im Februar 2020 eingestellt habe für
eine kurze Zeit. Das war quasi genau da sozusagen das Consulting, nicht extern, sondern direkt intern. Und ich verstanden habe, was meine Zielgruppe hören möchte und ich verstanden habe, wie ich meine Zielgruppe erreiche. Das heißt, da geht es ja nicht nur darum, einfach irgendwas zu posten, sondern gezielt zu posten, die Plattformen zu nutzen. Genau, da habe ich eben mit TikTok den ersten Anfang gehabt. Davor hatte ich in Instagram immer so 200 Abonnenten oder ähnliches. Und in TikTok habe ich dann innerhalb von einer Woche 30.000 Wow. Abonnenten, genau, und 5 Millionen Aufrufe erzielt. Das ist natürlich schon eine gute Zahl in TikTok, aber vielleicht auch ein bisschen einfacher, als man das jetzt in YouTube oder in Instagram erzielen kann. Aber auch in YouTube habe ich Aufrufe von knapp einer halben Million insgesamt. Und das ist auf YouTube dadurch, dass die Leute dort ja länger bleiben und sich eher Zeit nehmen, um was richtig anzugucken, wo du quasi so ein Deep Dive machen kannst, ist das natürlich schon auch eine gute Zahl. Und in meinem Unternehmertum, da habe ich im 2019, nachdem ich sozusagen auch Vollzeit mich darauf fokussieren konnte, nach der Ausbildung und nach meinem schulischen Werdegang, ne, habe ich Vollzeit sozusagen alles investiert, was ich investieren konnte. Das heißt, morgens um 5 Uhr an den Computer und abends um 23 Uhr wieder weg davon. Genau. Und dann eben die ersten kleineren Kunden, dann irgendwann die ersten größeren Kunden. Und der allergrößte Kunde damals, der hatte selbst 70.000 Kunden. Das ist natürlich schon auch Das ist eine dann ein Hausnummer. gewisses Metier, in das man eintaucht, ja. Das ist eine Hausnummer. Also ich kenne es ja auch jetzt gerade von mir. Ich habe jetzt gerade auch meinen ersten Kunden, Bildungsträger, wo ich jetzt langfristig auch mit dem in eine Planung gegangen bin für die nächsten Tage und für die nächsten Monate, wo da Cashflow reinkommt. Natürlich komme ich auch wieder weiter in die nächsten Kunden. Aber das ist ein Anfang in dem Unternehmertum und auch Dings, in dem Gründungsdings. Das ist auch so meine Philosophie. Ich mache es wie damals. Jochen Schweizer, kennst du ja auch, Jochen. Natürlich, klar. Der hat jetzt Ja. ein Zitat gemacht mit der Hand am Arm, ne? Bei den Höhlen der Löwen, wo er gesagt hat, mit der Hand am Arm kannst du alles erreichen, ne? Und deshalb ist Ja. es so ein Vorbildunternehmer. Jochen, wenn du das siehst, Shoutout an dich, ne? Und wo ich gesagt habe, da ist was Wahres dran. Also da kann man schon einiges ableiten. Genau. Die dritte Frage, ich weiß nicht, wenn es für dich unangenehm ist, brauchst nicht darüber zu sprechen, aber ich frage das gerne, wer oder was hat dich in der Vergangenheit geprägt? Was hat mich in der Vergangenheit geprägt? Also wer, das sind sicherlich viele Menschen, die aufgrund dessen, dass ich sie vielleicht enttäuscht habe, weil ich nicht das gemacht habe, was sie wollten, oder weil ich vielleicht es schlecht gemacht habe und sie das vorhergesagt haben, oder weil sie schon die Erwartung hatten, na, das kann ja nichts werden, ich habe es dann bestätigt, weil ich vielleicht divers schlecht abgeliefert habe, weil ich vielleicht divers was zugesagt habe, was man nicht halten kann. Gerade in den ersten jungen Jahren nimmt man die Dinge vielleicht gar nicht so genau, was jetzt Zusagen und Verträge mit Kunden angeht. Ja, da halte ich mich zum Beispiel wesentlich anders, zum Beispiel auch in Absprachen mit Kunden, dann hat man andere Erwartungen. Das heißt, wenn ein Kunde beispielsweise mit dir selbst was vereinbart und der Kunde kommt seinen Verpflichtungen nicht nach, dann sieht man es plötzlich nicht mehr emotional, wie es vielleicht früher war, sondern man sieht es selbst relativ rational und sagt, das ist einfach Teil eines Vertrages. Es gibt die Freundschaft, das ist im Privaten und es gibt das Business, das ist sozusagen die Business-Seite mit Kunden und Geschäftspartnern. Das heißt, da waren sicherlich viele Leute, bei denen ich nicht so abgeliefert habe, wie sie es vielleicht erwartet hätten. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man noch jung ist, dass man gerade erst einsteigt. Ich denke, es geht jedem Unternehmer so, dass es mal einen Auftrag gibt, der läuft hervorragend und da hat man sich selbst übertroffen. Also hat man quasi Overdelivering betrieben. Und dann gibt es aber vielleicht auch wieder Momente und Aufträge, in denen man sagt, das war eine Nummer zu groß für mich oder ähnliches. Und natürlich hat einen das dann geprägt, wenn man unzufriedene Kunden hatte, war jetzt zum Glück bei mir nicht ganz so oft der Fall, aber so ein, zweimal natürlich durchaus intensiv und dann muss man gucken, wie bügele ich das wieder gerade. Dann holt man sich vielleicht externe Hilfe dazu und merkt, dass man vielleicht doch noch ein bisschen zu klein für große Dinge ist. Und inzwischen sehe ich einfach, dadurch, dass ich jetzt ja auch deutlich größer als 2019 beispielsweise bin,
dass man damals vielleicht auch einen Blick auf die anderen Dinge gehabt hat, wie beispielsweise das ist ein Hobby, das macht mir Spaß. Und heutzutage geht es um wirkliche Weiterplanung. Und was mich dadurch geprägt hat, ist natürlich einerseits so der Umgang mit dem eigenen Zutrauen, das heißt mit der Selbstdisziplin, dass man sagt, wenn ich etwas annehme, dann oder generell, wenn ich ein Projekt starte, dann bleibe ich da mal länger dran als nur eine Woche. Und dass man auch Aussagen eben erst dann beispielsweise trifft, wenn es wirklich fundamental sich ergeben hat und wenn andere darauf bauen können. Und wenn man selbst natürlich auch dann nicht nur das Wissen dazu hat, sondern dann auch sicherstellen kann, dass derjenige und das Gegenüber sich darauf verlassen kann. Ja, das habe ich bei Cool. anderen wahrgenommen und bei mir selber auch. Ganz Ja, wichtig für junge Unternehmer. das habe ich mir auch, also auch selbst wahrgenommen. Also ich bin auch in meiner Vergangenheit in die Selbstreflexion gegangen und was bei mir Fehler waren und was ich ausgestrichen habe und was ich Learnings rausgezogen habe, da ich ja schon ein Business an die Wand gefahren habe. Ne? Die einen oder anderen kennst du ja auch. Genau. Ja. Die vierte Frage: Welche Geschichte ist für dich aktuell wichtig? Social Media und auch Unternehmertum kombiniert. Naja, grundsätzlich spielt ja alles in eins zusammen. Also wenn man beispielsweise automatisiert Kunden gewinnen möchte, dann hat man es relativ einfach, ohne eine große Reichweite zu brauchen. Dann schenkt man einfach Facebook ein bisschen Geld oder steckt da ein bisschen, schenkt natürlich nicht, aber steckt da ein bisschen Geld rein, 5.000 Euro im Monat, und dann kriegst du halt so deine, was weiß ich, 200, 300 Leads beispielsweise, qualifizierten Leads, die du dann abarbeitest und dann 50 bis 100, also das heißt 25 bis 50% einfach draus ziehen kannst, die dann divers bei dir kaufen. Aber für alle, die beispielsweise eben noch nicht dieses Budget haben, das ist jetzt beispielsweise bei mir natürlich schon relativ locker, da Werbeanzeigen zu schalten, aber für alle, die halt eben noch nicht so ein Budget haben, die müssen sich erstmal eine organische Reichweite aufbauen. Das heißt, sie müssen einen Kanal erstellen, Content erstellen, Follower gewinnen, für sich gewinnen, eine Marke aufbauen, einen Namen aufbauen. Und nachdem sie das gemacht haben, können sie dann mit dem verdienten Geld in die Werbeanzeigen. Das heißt, für mich ist inzwischen es nicht mehr so wichtig, organische Reichweite zu erzielen, sondern die Leute finden zu mir, die stellen mir in Instagram beispielsweise Warte mal. in den Stories Q und ein Thema Business Mindset. Mach weiter, gerade war die Verbindung Genau, das irgendwie Internet, ja. irgendwo bei mir oder bei dir irgendwie unterbrochen. Kein Problem. Genau, das heißt, inzwischen ist es ja eine organische Reichweite, die ich aufgebaut habe und jetzt quasi bezahlt weiterspiele. Aber für alle, die das noch nicht haben, die müssen sich sozusagen einen eigenen Kanal aufbauen. Und Richtig. ich komme mit meiner Zielgruppe sehr, sehr gut ins Gespräch durch meinen Content in Instagram, durch Q&A-Stories und in TikTok, durch meine Unternehmervideos und durch meine persönlichen privaten Videos. Und das ist natürlich schon in erster Linie dafür gemacht, dass die Kunden einen Anhaltspunkt haben, mit mir zu sprechen, in Kontakt kommen und sich eben auch diese Barriere da quasi nicht haben und sagen, ja, jetzt muss ich da ja aber mal irgendwie irgendwann ran, sondern sie die Motivation dafür haben. Richtig, Sie von genau. alleine sagen, da will ich rein. Und deswegen ist für mich natürlich die Arbeit an meinem Unternehmen, das ist super wichtig, also nicht in meinem Unternehmen. Das heißt, ich beschäftige mich nicht damit, irgendwie Rechnungen zu schreiben, Angebote zu schreiben oder Kunden zu gewinnen oder also zu akquirieren, sondern es ist alles standardisiert und automatisiert, mit Prozessen und Skripten, sondern ich arbeite an meinem Unternehmen. Das heißt, ich arbeite neue Konzepte aus, neue Produkte aus, neue Services, Leistungen quasi. Und kann sozusagen den Unternehmenswachstum und in die organische Zielgruppengewinnung. Das Genau, ist was ganz anderes natürlich. Also kurz zwei Punkte an euch, meine lieben Zuhörer, Zuhörerinnen. Ein Lead ist ein Kunden, nur halt auf der Online-Welt. Und das zweite ist Skripte. Es gibt die Telefonskripte, ich bin ein Freund davon, aber es gibt auch noch die anderen Skripte, wo man für die E-Mails Texte macht. Genau, das nur als Erläuterung. Die fünfte Frage, wir müssen das ein bisschen schneller machen mit dem Internet. Ich habe immer so Angst, dass es ein bisschen abbricht Kein Problem. bei unserer Geschwindigkeit manchmal, egal wo man sind. Die fünfte Frage, was war dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt?
Oh, mein größter Fehler, den teile ich in Social Media auch immer wieder, wenn mich welche fragen, worauf sie besonders achten sollten zu Beginn, das ist definitiv der Umgang mit Geld, wenn man mal Geld hat. Oh Also ja. das heißt, wenn man, ja, wenn man beispielsweise mal seine ersten 100.000 gemacht hat, so war das bei mir beispielsweise 2019, dann habe ich viel schneller wieder Geld rausgeschossen, als ich es wieder drin hatte. Und dann bleibt nichts mehr zum Investieren. Und dann kann man natürlich auch sich überschulden. Und das ist dann natürlich sehr, sehr schlecht für die weitere Zukunft als Unternehmer. Bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich mit den Einnahmen jetzt aus Rückblick quasi, die ich damals erzielt hatte, heute noch viel weiter stehen könnte, wenn ich das nicht in Urlaub oder Auto oder Technik für Handy und Co. oder schöne Wohnung und etc., wenn ich es nicht da reingesteckt hätte, sondern quasi zurückgelegt hätte und jeden Monat 5.000 in Werbeanzeigen investiert hätte, was noch eine sehr, sehr kleine Summe ist. Also man kann da auch gut und gerne 50.000 im Monat ausgeben, wenn man den entsprechenden Cashflow hat. Aber ich könnte heute schon viel weiter stehen mit einem noch größeren Team, mit einer noch größeren Umsatzzahl, wenn ich damals einfach nicht gedacht hätte, klasse, jetzt habe ich mal Geld und jetzt gebe ich es am besten direkt wieder aus, weil ich einfach da noch zu jung und zu unerfahren war, um zu wissen, dass man Geld investieren sollte und Ja, anlegen sollte, ja, ja. ja, und Ja. auch beiseite legen sollte. Genau, also vielleicht einfach da wissen, dass man Geld nicht immer ausgeben sollte, Genau. sondern auch fürs Wachstum verwenden muss. Richtig, also dieses Geld muss man wirklich langfristig, dieses Geld-Money-Mindset muss man wirklich sich erarbeiten, egal ob als 16-Jähriger oder 18-Jähriger, gerade die Jungen, wo irgendwie was Ja. haben wollen, aufbauen wollen, die müssen halt ein gutes, gepflegtes Money-Mindset haben, nicht die ganzen Sachen auszugeben für Spiele oder für Technik oder für einen Kram, wo sie eigentlich gar nicht brauchen, sondern wirklich nachhaltig arbeiten. Zum Beispiel, ich bin ja kein Freund von diesem Grover, ne? Du kriegst ja auch diese TikTok-Werbung von Grover und so weiter oder von Klarna ausgespielt. Das ist einfach Konsumschlückenfalle, ne? Ich bin damals bei Klarna auch darauf reingefallen, ne? Aber auch durch Gründungsberatung, die mich abgezogen haben, die 10.000 beziehungsweise 20.000 Euro mich abgezogen haben, ne? Von Businessplan und so weiter, wo ich keine Erfahrung hatte, ne? Aber die Erfahrung habe ich daraus gelernt, ne? Genau. Genau, richtig, ja. Ich habe jetzt zwei Fragen, die kannst du vielleicht auf einmal beantworten. Ich stelle dir zwei Fragen jetzt. Welche Tools nutzt du im täglichen Arbeiten und der Zusammenarbeit mit deinen Kunden und wie sieht dein typischer Tag aus? Okay, ja, die kann ich tatsächlich beantworten in einer Antwort. Also der typische Alltag, den kann man gar nicht so beschreiben, weil der immer ein bisschen abhängig davon ist, wie er gestaltet wird. Das heißt, wenn ich natürlich Online-Consultings habe und Beratungen, dann hänge ich irgendwo zwischen Homeoffice und Büro. Jetzt gerade habe ich auch gestern frisch meine erste GmbH gegründet. Das war mal nach 6 Jahren Selbstständigkeit ein guter Schritt auf jeden Fall. Das heißt, da war zum Beispiel gestern jetzt ein Tag, wie er nie war. Ja, morgens Notar und dann nachmittags noch 52 Kilometer weiter nach Freiburg fahren, weil da noch ein paar andere Dinge anstanden. Und ansonsten läuft ja jetzt durch den neuen Zeitwandel super viel online. Das heißt, wo man früher beim Steuerberater war, ist man heute vielleicht online einfach mit dem Steuerberater persönlich verbunden oder ähnliches. Deswegen mein typischer Alltag sieht eigentlich so aus, dass ich je nach Kalender zu Hause oder eben also im Homeoffice oder eben im Büro bin oder bei Kunden. Aber meistens stehe ich tatsächlich so um 5:30 Uhr, um 6:30 Uhr auf. Und bin dann unterwegs bis um 10. Und von 10 bis 12 habe ich dann meistens eine Phase, in der ich kreativ für mich denke und einfach überlege, was ist jetzt der nächste Schritt, was kannst du jetzt am produktivsten machen, was ist auch deadline-technisch jetzt wichtiger und dringlicher. Und dann ist meistens von 12 bis 18 oder auch 20 Uhr ja, also wirklich fokussiertes Arbeiten angesagt, genau, und dann irgendwo zwischendrin vielleicht mal noch einkaufen oder mit dem Auto in die Werkstatt, wenn es Winterreifen kriegt oder vielleicht zum Arzt ein Rezept abholen. Das schiebe ich einfach immer irgendwo zwischendrin. Deswegen so der typische Alltag, den gibt es nicht klassisch. Und die Tools, mit denen wir arbeiten, sind eigentlich vier Haupttools. Also
Mit allen Kunden arbeiten wir in Facebook-Gruppen, 1:1 Facebook-Gruppen und in Gruppen-Coachings. Das heißt, Facebook ist ein unerlässliches Tool, wenn es um die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit Kunden geht. Okay. Und ja, dann natürlich Calendly und HubSpot. Über Calendly kommen die gesamten Roundtables rein. Das heißt, immer wenn beispielsweise ein Qualifizierungsgespräch ansteht, dann geht es mit Mitarbeitern beispielsweise in einem beziehungsweise Round-Robin-Verfahren heißt das, wird immer jemand Neues zugeteilt. In HubSpot werden alle Datensätze gesammelt. Der Status wird von Lead auf Kunde, von Interessent auf Deal, also ne, die Closings werden festgehalten. Ja, kenne ich. Ich habe auch Ja, HubSpot. genau, das heißt HubSpot, Calendly, Facebook. Genau, Also HubSpot ist super wichtig. HubSpot nutze ich generell für alles. Calendly habe ich weggeschoben dieses Jahr, Okay. weil HubSpot bietet die Terminbuchungsplattform auch an. Ja, Und ich nur habe nicht so direkt, integrierbar teilweise. doch, ist Ja. integrierbar mit Google. Na, also ich habe direkt auch einen Zoom-Link da eingepflegt mit Google und so weiter. Ich habe das auch alles schon getestet. Das ist super integrierbar. Nutze die zwei Sachen für die ganzen Zoom-Calls und für die ganzen Termine. Ne? Ich schicke das dann auch immer wieder raus, habe das auf meinen Unternehmenskultur PowerPoint als Ja. QR-Code, wo man das reinscannen kann, aber natürlich habe ich das dann auch auf meiner Homepage, ne? Ja. Nur halt ein bisschen anders Genau. gemacht. Ja. Nee, Cool. also HubSpot ist auf jeden Fall unerlässlich. Und das vierte Tool ist Google. Google Workspace, G Suite hieß es früher, heute heißt es Google Workspace. Das heißt, unbegrenzter Speicher für 25 € im Monat mit der Google Drive. Die ist einfach wahnsinnig gut. Die ist datenschutzkonform in Deutschland anerkannt. Ist besser als OneDrive, besser als Dropbox. Man hat Google Docs, Google Sheets, Google Slides. Das ist alles ein super, super gutes Tool. Und Google Mail und Google Kalender synchronisieren sich natürlich super gut mit einem SAP, also Zapier quasi, mit anderen Genau. Anwendungen und Online-Tools. Also ich glaube, ohne diese vier ist es auch super schwierig, ein Online-Business aufzubauen. Also es gibt da noch so ein paar Newcomer, zum Beispiel Craft, für alle, die Apple haben. Das ist ein super gutes Tool, besser als Evernote, bietet aber gleichzeitig wesentlich mehr Funktionen. Aber das sind alles noch Tools, die sind noch längst nicht so universell wie jetzt Google. Ne? Ein Google Docs-Dokument zu verschicken, ist super, super einfach über die ganze Welt hinweg, egal welches Gerät man hat. Das ist easy. Also Google Docs, ich nutze seitdem, dass es Google eigentlich auf dem Markt gibt, nutze ich Google. Ja, Ne? richtig. Das ist Ja. mega. Also mittlerweile hat sich Microsoft richtig gut verbessert mit den ganzen Programmen, auch mit dem Word-Dokument, ne? Wo man halt sehr viel Vorlagen schon hat, wo ich jetzt gerade auch beim dem Bewerbungstraining gebe für die Bildungsagentur, wo ich sage, hey, das ist eine Vorlage, die passt zu dir, die könntest du vielleicht auch nutzen für deine neuen Bewerbungen oder für deinen neuen Lebenslauf, so dass der für das Unternehmen gepimpt ist, weil du willst ja dieses weiße Blatt Papier, wo deine Zahlen draufstehen, Daten, Fakten, ja nicht so abgeben. Ne? Das fliegt runter, ne? Das fliegt wieder in den Papierkorb. Also musstest Ja, du so ist es. kreativ denken, genau. Ja. Genau. Die achte Frage, welche Tipps würdest du Anfänger, Anfängerinnen für das Thema Positionierung, für das Thema Marketing, Verkauf und Marke mitgeben? Ja, Vielleicht so auch mal drei wieder. Tipps, so quick and Auch wieder dirty. eine super Frage. Du hast gute Fragen. Du hast sehr gute Fragen. Danke. Genau, also der erste Tipp ist auf jeden Fall einer der, ich glaube sogar, ja, dadurch, dass es der erste Tipp ist, auch einfach der wichtigste Tipp. Ist es super wichtig, dass man weiß, was man zu 110% gut kann und alles, was man halt nur so zu 95% kann, selbst zu 99,99%, sollte man einfach lassen. Ne? Es gibt so viele, die einfach sagen, ja, ich kann das und das und das und das und alles können sie aber halt nur ganz gut, aber halt nicht perfekt und auch nicht sehr gut, sondern man sollte es halt wirklich perfekt können. Und das ist super wichtig, weil man sich dann viel, viel leichter als Experte Meinem. positionieren kann. Zweiter Tipp ist, viele denken immer, sobald man sich mal irgendwie auf Männer oder Frauen oder junge Männer oder junge Frauen oder junge Angestellte oder Studenten oder
So ganz, ganz feine Zielgruppen sozusagen, spezialisiert hat man viel weniger Kunden. Aber das muss man in einer ganz anderen Relation sehen, denn wenn man beispielsweise jetzt ein Online-Training oder ähnliches für 3000 Euro verkauft und man hat einen prinzipiellen Markt von 80 Millionen Leuten in Deutschland, dann hat man ja viel, viel breitere Möglichkeiten, aber deshalb ja gleich viel weniger Chancen, weil ja sozusagen darunter alte Leute sind, die kein Interesse haben, viel zu junge Leute sind, die kein Interesse haben, einkommensstarke, einkommensschwache als Zielgruppe sind. Und wenn man sich eben spezialisiert, dann hat man vielleicht nur noch von 80 Millionen 10.000. Aber wenn man halt 10.000 Leute sozusagen als Kunde gewinnt, dann hat man immer noch absolut genug für dieses eine Produkt. Denn dieses eine Produkt, was man am Anfang entwickelt, das hat ja eine eigene Zielgruppe. Das heißt, wenn ich wieder ein eigenes Produkt auf den Markt bringe, dann habe ich wieder eine neue Zielgruppe und dann sind vielleicht beim nächsten Mal wieder 100.000 dabei, Genau. weil es offener ist, weil es positionierter ist. Das heißt, man sollte nicht denken, dass eine zu spezifische Zielgruppe keine Kunden mehr beschert. Genau, Im Gegenteil. das ist der wichtigste Fachpunkt. Das habe ich auch bei dem vorletzten Training gemerkt. Das war spezifisch für die Zielgruppe, das war 50 plus. Die haben sich jetzt generell für diese Themen gar nicht mehr interessiert. Die haben halt sich hingehockt und halt mir zugehört, aber die haben das nicht aufgenommen, ne? Weil die ja halt schon im Gedanken waren, wann ist meine Rente da? Ne? Und da habe ich gesagt, okay, Michael, denk wieder an deine 7 Tipps der Resilienz, ne? Sei der Resilienter und geh halt auf die ein und guck, wie die du mit denen erarbeiten kannst und gib denen vielleicht Informationen, wie sie ihre Rente aufbessern können. Und da habe ich halt, halt so. Beispielsweise. Beispielsweise habe ich dann halt auch über das Thema Direktvertrieb, Network Marketing halt auch ein bisschen gesprochen oder wie sie noch irgendwie ihre Rente aufbessern könnten, ne, wenn sie gar nichts jetzt stellenmäßig bekommen von der Agentur für Arbeit. Ne? Genau. Super. Das sind halt so meine Dings, dass ich sage, hier, ich habe jetzt dieses Thema, aber wenn es jetzt nicht interessant ist, ne, offline, also Präsenzunterricht, gehe ich dann halt mit den Teilnehmern in den Dialog rein und frage die halt auch, was denken die dabei und wie mache ich jetzt den Bogen wieder zu dem Thema, ne? Die 9. Frage, oder warte mal, machen wir die 10. Frage und dann die 9. Frage. Mit welcher Person würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Also es gibt schon viele Personen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, darunter die bekanntesten eigentlich so in Deutschland im Coaching-Bereich, ne, die mehrfach Multimillionen-Business aufgebaut haben. Das ganz, ganz große, namhafte, beispielsweise die Baulix, beispielsweise Dirk Kräuter, das sind einfach welche, da sollte man sich als Jungunternehmer, sage ich mal, nicht irgendwie schämen, dass man jetzt Hilfe braucht, weil man gerne alles selber machen möchte, sondern es ist einfach die Abkürzung, die man nimmt und da daraus lernt und das mit seinem eigenen Wissen kombiniert, mit seinen eigenen Zielen, seinen eigenen Stärken. Und offensichtlich, wenn jemand halt ein Multimillionen-Business aufbaut, scheint er ja schon etwas sehr, sehr gut zu können. Und dieses sehr, sehr gut zu können, das kommt dir halt eben nur zugute. Genau, und da habe ich eben vor einigen Jahren auch von lernen dürfen. Das heißt, mit denen habe ich schon zusammengearbeitet, 1:1 und in der Gruppe natürlich. Und ansonsten bin ich politisch ja früher ein bisschen aktiver. Geht's wieder? Ja. Genau, ansonsten bin ich ja früher politisch immer ein bisschen aktiv gewesen auf Landesebene. Ich glaube, da fände ich super interessant, mal mit manchen Politikern zu sprechen, was sie denn so gesellschaftlich mitbekommen und weshalb sie an diversen Entscheidungen immer noch festhalten. Also das ist Ja. gar nicht die unternehmerische Sicht, sondern das ist, glaube ich, so der Robin, der da manchmal denkt, ein normaler Mensch, wenn er anfängt zu denken, dann merkt er doch schon, dass es Quatsch ist. Ja, genau, gerade jetzt zwecks der größten Pandemie ever mit den ganzen Maßnahmen, da würde ich auch gerne mal den Herrn Lindner fragen, wie er es jetzt sieht mit den ganzen wirtschaftlichen Zielen, was jetzt Deutschland vorhat und wie er Deutschland den Bogen umschlägen kann, ne? Zum Beispiel. Der wichtigste Punkt ist aber auch noch einmal, würdest du auch gerne mit Jeff Bezos oder Elon Musk mal dich zusammenarbeiten.
Naja, ich glaube, wenn es meine Branche wäre, dann auf jeden Fall. Aber ich glaube, zusammenarbeiten ist das falsche Wort. Ich glaube, mal einen zweistündigen Kaffee trinken ist natürlich Oder super so, genau. interessant. Oder so, genau. Genau. Also. Aber zusammenarbeiten, da ist, glaube ich, der Schnittpunkt ein bisschen schwierig. Denn ich glaube, die beiden haben eine sehr, sehr gute Positionierung ausgearbeitet und sagen ganz genau, wofür sie stehen. Also zusammenarbeiten ist wahrscheinlich schwierig, aber ein Kaffee trinken ist natürlich super interessant. Ich verfolge natürlich auch YouTube bietet ja die YouTube Shorts, das heißt auch so 30 Sekunden bis eine Minute Videos. Und da verfolge ich auch sehr, sehr viele Ausschnitte von denen als Aussage. Und alleine, wenn man das hört und man nachdenkt, kann man schon wieder sehr viel Profit rausziehen. Richtig, genau. Cool. Hast du irgendwie eine Person in der Vergangenheit, also wo nicht jetzt nicht mehr lebt, als Inspiration für dich getroffen? Oder würdest du gerne mal treffen? Also so eine Person wie jetzt Mutter Teresa, ne? Oder der Dalai Lama, wo er jetzt nicht mehr lebt, hättest du die gerne auch getroffen oder wer wäre es denn in deiner Sicht gewesen? Auch hier wieder natürlich super interessant, Menschen zu treffen, die entsprechende Dinge damals entschieden haben oder erreicht haben. Ja, Martin Luther King beispielsweise für die Armen und die Reichen und das Zusammenführen beider Schichten sozusagen und die Armen zu stärken, damit auch die ins Tun kommen sozusagen. Aber ich glaube, wir leben einfach in einem Zeitalter, in dem es viel, viel, viel stärker darauf ankommt, dass der Einzelne sagt, was er denkt und sich wünscht, anstatt dass er darauf wartet, bis es einen Mutigen gibt, der loslegt. Also von Genau. dem her wären es, glaube ich, eher Personen aus dem heutigen Zeitalter, ja. Cool. Das ist auch eine schöne Frage. Die neunte Frage: Welche Projekte hast du in der Zukunft geplant? Dann kannst du vielleicht auch noch die 11. und die 12. noch in der Ergänzung reinkriegen. Was ist deine Vision, Mission und wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren? Okay. Also Projekte für die Zukunft. Als neunte Frage ist grundsätzlich, dass das Unternehmen dahin geht, dass es für, also mein Unternehmen dahin geht, dass es für vielerlei Zielgruppen offen bleibt. Das heißt, dass es sich nicht nur darauf spezialisiert, sozusagen den Unternehmern das richtige Wissen mitzugeben, sondern ich werde in naher Zukunft auch einen Verein starten und gründen, der sich darauf spezialisiert, Menschen aus bildungsferneren Schichten oder sehr einkommensschwach zur Verfügung zu stellen, also beispielsweise genau, Bildung zur Verfügung zu stellen, also beispielsweise Online-Coachings, die sonst 6.000 bis 10.000 € kosten und von echten Experten sind, die gibt es dann quasi als Power und als Start und als Startschuss in anderen Versionen zu erhalten. Und das ist super wichtig, dass man nicht automatisch sagt, jemand, der keine Bildung hat, hat es wesentlich schwieriger oder jemand, der einkommensschwach ist und in ärmeren Verhältnissen aufwächst, der hat es schwieriger, sondern Menschen können ja in allen Bildungs- und Einkommensschichten eine Vision, eine Idee haben. Und genau darum wird es dieses Jahr, also 2022, auch auf jeden Fall gehen, da ein Konzept auf die Beine zu stellen, beziehungsweise auf den Beinen steht es schon so zu drei Viertel, auf jeden Fall ins Rollout zu bringen. Und die 11. und 12. Frage sehe ich mich auf jeden Fall als weiterhin jungen und dynamischen Mann, der den Markt im Blick behält, der die anderen Personen im Blick behält und die Fehltritte der anderen Personen erkennt, um sie selbst für sich zu verwerten und nicht auch zu begehen, sei es in der Positionierung, sei es in der Kundenansprache, sei es in den News, die man überall in Nachrichten hört, wo man sich ja beispielsweise positionieren kann, als Unternehmer auch nicht positionieren kann. Das heißt, gewisse Märkte, die man einsteigt oder gewisse Märkte, die man rauslässt. Das Thema Inflation ein bisschen besser zu verstehen auf jeden Fall und auch als Unternehmen da entgegenzuwirken. Und genau, es ist dann in naher Zukunft noch eine Holdingstruktur geplant, bei der das Unternehmen von mir da rein investiert, dass natürlich auch so Dinge wie Immobilien noch ein Bestand werden, von mir einen festen Bestand. Und dann mal gucken, in welche Richtung es geht, ob es dann in die Airbnb-Vermietung geht. Da ist ja die Rechtslage auch gerade ein bisschen im Umbruch aufgrund von unserer
Regierung, die sich jetzt gerade neu gebildet hat, besonders im Thema Grün. Muss man einfach mal gucken, wie sich das verhält. Aber auch immer langsam, also ne, never change a running system. Das heißt, man führt immer das fort, was jetzt gerade am einkommensstärksten ist und was am automatisiertesten läuft, ohne dass man großen Aufwand hat. Und wenn das läuft, dann kann man sich um neue Dinge kümmern. Richtig. Und ich sehe mich in 5 bis 10 Jahren auf jeden Fall, das ist, glaube ich, auch noch ein Mythos, wahrscheinlich schon weiterhin in Deutschland, ja, weil viele denken immer, wenn sie da mal ein bisschen Geld haben, gehen sie einfach in irgendeine Steueroase wie Dubai oder ähnliches. Das ist aber Quatsch, weil es ja im Prinzip keine Steueroase ist, sondern du musst ja eine Wegzugssteuer und Co. Ja. zahlen, wenn du mal gehst. Und ich finde, dass wir hier in Deutschland noch und bis kurz vor Corona sicherlich auch ein wahnsinnig gutes Wirtschaftssystem haben, was sehr stabil war, was sehr viel auffangen konnte. Sehr, sehr viele Dinge, die in anderen Ländern beispielsweise gebraucht werden, kommen aus Deutschland. Ne? Wir haben sehr, sehr starke Unternehmen, Bosch, Siemens, Mercedes, BMW, Audi. Diese Fahrzeuge werden in allen Ländern gefahren. Die Techniken von Siemens und Bosch und Ähnliches sind in allen Ländern vertreten. Wir haben beispielsweise auch große Tunnel in Japan und China mit einem Unternehmen, was hier aus meiner Heimatstadt, da bei Lahne, Herrenknecht AG beispielsweise. ThyssenKrupp, glaube ich, Und das ist ne? einfach super, super interessant. ThyssenKrupp war das, ne? ThyssenKrupp macht doch die Nee, Support, ne? Herrenknecht, also Okay. ThyssenKrupp macht Aufzüge und Herrenknecht macht Ach, okay. Tunnelvorbohrungen, genau. Aber bei uns gibt es auch so einen hier in der Region, der macht auch diese ganzen Tunnelvorbereitungen, Tunnelbohrungen, die heißen, glaube ich, Mühlhäuser. Genau. Und die sind auch komplett auf der ganzen Welt verbreitet. Genau, Das ist ja. mega spannend. Genau, Genau, cool. richtig. Also das heißt, mein Ziel ist es, ja, mein Ziel ist es nicht abzuhauen, sondern das Land mit den Steuern weiter zu stärken und mit den Steuern vor allen Dingen wieder so aufzubauen, wie es natürlich jetzt auch durch die Corona-Pandemie eben in die Schwäche kam, sozusagen. Das ist schon ein wichtiger Faktor, dass man das sieht. Hast du gerade wegen der Corona-Pandemie Einbußen erlebt oder hast du mehrere Einnahmen bekommen? Naja, also es ist natürlich so, dass ein digitales Business, was davor noch nicht zu 100% digital war, also jetzt ist es schon 100% digital, könnte man beinahe sagen. Davor war es so zu 25 bis hälftig, ne, 25% bis 50% digital. Da haben einfach noch sehr, sehr viele Beratungen stattgefunden, also im sozusagen privaten Umfeld, also das heißt vor Ort bei den Leuten, ohne jetzt irgendwie digital per Zoom oder Google Meet oder Webex und sowas zu beraten. Und es war natürlich in dem Moment ein Loch, weil einfach jedes Unternehmen in den Shutdown gegangen ist. Das heißt, dieser Shutdown, der wurde sozusagen intern bei mir genutzt, um sich natürlich auch Lösungen zu überlegen, die es davor ja auch schon gab, aber wo man noch damals so vor Corona Zoom als Als Möglichkeit, wenn ja. man mal irgendwie ein gebrochenes Bein hat, ansieht, war Zoom plötzlich eben einfach die Lösung Genau. schlechthin. Und genau, und Unternehmen haben dann von jetzt auf gleich natürlich alle Kameras leer gekauft. Das heißt, wenn man dann mal in irgendwelchen Elektrofachmärkten war, konnte man keine Webcam mehr bekommen. Und dieses Loch hat man natürlich kurzzeitig auffangen müssen, aber danach ist es natürlich so, dass die Kosten, also sprich die Ausgaben, während man davor vielleicht noch unterwegs war oder ähnliches, jetzt arbeitet man effizienter, jetzt spart man Kosten ein, das heißt, man kann mehr in gleicher Zeit machen und hat demnach natürlich auch, weil die Gegenseite ja auch weniger Kosten hat, natürlich schon auch eine höhere Marge, das heißt nicht nur einen höheren Umsatz, weil mehr geht, sondern eben auch ein höherer Gewinn, weil weniger ausgegeben wird. So ist es. Also ich sehe im Remote-Vertrieb, im Remote-Selling die Zukunft. Ne? Der Ja, absolut. Außendienstmitarbeiter, der Außenmitarbeiter wird es noch natürlich geben bei der Firma Wirt. Ne? Der muss wirklich einen Tag oder 2 Tage mal zu der Firma hinfahren und gucken, ob alle Regale da sind. Aber der Außendienstmitarbeiter der Firma Wirt kann das auch digital via Zoom machen, ne? Wo er dann sagt, hier, da und da sind die Zoom-Calls mit euch Unternehmer, wo er gerade seine Bestandskunden hat. Ne? Aber sonst muss er eigentlich gar nicht mehr so raus. Und da, ich bin der festen Überzeugung, dass die Außendienstmitarbeiter runtergefahren werden. Ne?
Einige Ja, Firmen absolut. Auf suchen. jeden Fall. Das ist das klassische Modell mit dem Passat auf der Autobahn, Genau. als Außendienstler und Vertriebler. Das wird es wahrscheinlich Jetzt stark genutzt. wird es in der Zukunft gar nicht mehr geben. Also wird Ja. da auch in der Zukunft noch mehr Stellen abbauen. Bist du jetzt gerade weg mit der Bild? Nee, alles gut. Ich bin Also, da. weil gerade die Technik halt Telekom, obwohl ich hier total gute LTE habe, ist halt so, dass der wird sich da auch umstellen. Ne? Die suchen zwar immer wieder Außendienstmitarbeiter, ob es jetzt Wirt ist oder BNT oder die ganzen Vertriebler, wo halt auf dem Passat oder Mercedes, BMW auf der Autobahn rumfahren, wird es nicht mehr gehen. Nicht mehr so viel. Ja, das ist richtig, ja. Genau. Aber ich sehe halt auch der Zwischenspring zwischen der klassischen Vertrieb und diesem Social Selling, die Kombination so reinzukriegen, dass man jetzt schon sagt, man macht einen klassischen Vertrieb noch immer weiter steht, also diesen klassischen Vertrieb, ne, als Außendienstmitarbeiter und kombiniert es mit Social Selling. Aber Absolut klar. Es geht ja auch super viel automatisiert. Nicht diese ganz normalen standardmäßigen Fragen mit Hey und so weiter. Kennt sie es ja sicherlich auch von diesen Hey Robin und so weiter und so fort, mit diesen Network-Marketing-Menschen da draußen, die schwarze Schafe einfach sind. Ne? Ich kenne die Branche ausgiebig, ne? Da ich auch noch einen kleinen Fuß da in der Network-Marketing-Branche habe und da gibt es schwarze Schafe. Ne? Die zu akquirieren, die mit Namenslisten arbeiten. Ich hasse diese Namenslisten und ich mag es nicht, mit diesen Namenslisten zu arbeiten oder mit diesen Dings. Ich habe da wirklich aus Erfahrung hier mein Telefonskript und arbeitet das über meine Leads ab, ne, wo ich quasi Anzeigen schalte oder irgendwie was anderes schalte. Genau, Oder und richtig, ja. halt wirklich mit Content zu begeistern und dann kriegst du den richtigen Lead. Ne? Gerade im Ja, Social Selling absolut. Bereich. Da ist der Content King. richtig. Cool. War ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Und liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn das dir auch gefallen hat, dann ja, weißt es. Hinterlasst eine 5-Sterne-Rezension, eine Bewertung und so weiter. Und alle Informationen zu Robin Gassmann ist in der Show Notes. Und wir hören uns und sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Vielleicht werde ich da auch nochmal über das Thema Vision, Mission nochmal selbst drüber reden, welche Ja. Firmen das da der Vorreiter sind. Ich habe da schon einen Livestream hier bei YouTube gemacht. Aber als Podcast-Folge habe ich es noch nicht separat aufgenommen. Das werde ich auch im Nachgang nochmal machen. Sehr gut, vielen Dank.